So, man könnte fast sagen, ich habe das Spiel mal laufen lassen, bis ich die 50 Millionen verdient habe mit meiner Fluggesellschaft, um die Medaille zu bekommen. Aber in Wahrheit ist es so, dass ich, der Hund hat hier ein bisschen Terror gemacht. Es sah danach aus, dass er was muss. Da habe ich gesagt, okay, jetzt gehst mal eben mit dem raus. Hab gedacht, das Spieltempo wäre auf normal, dann wäre es ja egal gewesen. Hab dann halt nur die Aufnahme schnell gestoppt, hab den Hund geschnappt, bin raus, bin zurückgekommen und wir waren halt schon ein bisschen weiter. 92. Wir haben ja sogar den Mauerfall schon überlebt. So, was jetzt noch kommen müsste, ich sehe nämlich, dass die Linie zwischen Köln und Hamburg, nee, Stuttgart und Hamburg, verdient ein Heidengeld, was wahrscheinlich wirklich an diesem Flugzeug liegt, was ich gekauft habe, also beziehungsweise die Veränderung. Deshalb würde ich gerne auch eine weitere Maschine nochmal ändern. Beziehungsweise die anderen beiden rausnehmen und hoffe, dass dadurch alles besser wird. So, dafür müssen wir aber hier rein. Ach, hier habe ich noch ein automatisches Upgrade drin. Nein, ihr sollt euch nicht automatisch upgraden, danke. Ich glaube auch, kein Fahrzeug ist jetzt übermäßig veraltet gerade. Nur die beiden sollten wir mal ins Depot schicken und verkaufen. Wir haben jetzt auch genug Geld eingenommen, während ich nicht da war. Oh, es kam sogar ein weiteres Flugzeug, der Airbus. Der hat weniger Passagiere, fliegt aber genauso schnell und ist im Unterhalt um 1 Million billiger. A320, wir sind doch jetzt in der Neuzeit schon. So, du machst das schon. Wenn wir schon dabei sind. Kollision bei Terranabgleichung. Vor allem geil ist auch, dass das Spiel mich jetzt eigentlich... Ich denke nämlich, wenn das der größere Flughafen ist, könnten nicht nur mehr Flugzeuge landen, sondern man kann mit einer höheren Geschwindigkeit landen. Sorry, ich muss euch mal eben wegrationalisieren. Könnt aber sehr gerne dann hier lang fahren. So viel dazu schon mal. Was für eine Kacke, soll ich alle Straßen erstmal einreißen oder was? Da haben sie wirklich das Aufrüsten bis zur nächsten Größe Kacke umgesetzt. Oh, die Bushaltestellen sehen jetzt moderner aus. Moment. Da wir sie nicht genau in dem Baum stehen, sehen die bestimmt super cool aus.
setzen wir mal einen Bus-Tram-Bahnhof hier hin. Und ich hoffe, ihr habt jetzt den übernommen in eurer Linie. Ja, habt ihr. Alles klar. Damit hat Köln einen riesigen Flughafen. Juhu! So, A300, 303. Und genau, der wurde jetzt auch verkauft. Die alten Maschinen sind ja weg. Da frage ich mich gerade noch, haben die Busbahnhöfe eine größere Reichweite? Kann ich jetzt gerade gar nicht nachgucken, weil ich das da ausgelotet habe. Die waren sie bestimmt ein Tick tiefer da. So, ihr werdet die L901 unterstützen. Ihr beide die L902. Und ihr beide die L903. Und die sollen alle ruhig versuchen vollzuladen. Wenn sich das irgendwie staut, werden wir das sehen. So, die B907 ist lustigerweise bis zum Brechen voll immer. Aber macht trotzdem keinen Profit. Warum ist das so? Weil ist einfach so. Weil die hier hinten inzwischen nicht mehr so viele Passagiere haben. Aber geil, die Stadt hat inzwischen 800 Einwohner, Schwerin. So, Hamburg wächst auch ein bisschen. Köln so gar nicht. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. So, wo ist denn der nächste Flieger? Der startet gerade in Hamburg. Der startet gerade in Stuttgart Süd, oder? Ja. Ah ne, der landet gerade.
Scheiße. Ja, bitte noch mehr Waren. Die sind sogar für alle drei Strecken. Moment. Ich will festlegen, was die mitnehmen. Ob automatisch, das kann manchmal einfach nicht funktionieren. So, L101. L902. L903. So, die B907 ist das immer noch. Dann lass du einfach für die Linie ein paar neue Busse aufziehen. Soll ich die Buslinien alle erneuern? Das kann ja auch die Akzeptanz anscheinend verbessern. Nicht hier, sondern hier. So, gucken wir uns die Linien auch doch nochmal hier an. So, hier sind nämlich nur 96 belegt überhaupt in der B901. Und wir sehen halt, dass die Transportmenge immer weiter geschrumpft ist mit den Jahren. Was natürlich auch damit zu tun haben kann, dass wir ja, die Linie immer weiter eingestampft haben, ne? Soll ich das Buslinienkonzept überarbeiten? Außer die Linien oben in Stuttgart. Die mache ich als letztes, wenn. So, B903 war auch hier oben. B904 ist Köln. Moment, Geschwindigkeit auf normal. B905 war auch Kölner Linie. Ich glaube, die fressen sich gegenseitig die Kunden. B906 ist in Stuttgart. 907 ist die oben zwischen Schwerin und genau. Und die 906er ist ja nur eine Linie. Wir haben ja nicht zwei hier, oder? Doch. Die zweite ist die 903er. Dann töten wir die beiden Linien mal. Das tut den Flughäfen jetzt überhaupt nicht gut, aber ich muss es jetzt gerade verändern. Weil am Anfang war ja auch nicht geplant, hier einfach alles mit reinzunehmen. Ob ich das hasse? Dass der Penner die Bushaltestellen nicht mehr anzeigt, sobald ich das Demolition-Tool anschalte. Also den Bulldozer.
Oh, du dämliches Ding. Ja. Ich habe ja das Geld. Ich glaube, meine Hand ist so zittrig. Das Alter. Oh. Proof klickt sich kaputt. Proof Abrissunternehmen. Zerstört Millionen von Wohnungen, weil Bauarbeiter verklickt hat. Sich im Abrissprogramm. So, den Busbahnhof können wir ja da unten gerne halten. Und sonst alle anderen Stationen verschwinden jetzt erstmal. Moment, Busse ausblenden. Sind eh gerade auf dem Weg nach Hause alle. So, gibt's da noch eine Station? Nö. So, vielleicht sollten wir auch Bus und Tram berücksichtigen. Jetzt mal eben schauen. 25, 30 Stationen können wir theoretisch bauen. Und was noch dazu kommt, ja, die verkaufen wir eben auch. Scheiße! Das wollte ich nicht, aber vielleicht ein guter Zeitpunkt, um den großen Flughafen zu bauen. So wie es aussieht, gibt es die Linien aber noch. Auch wenn der Flughafen mal kurz tot war. So, Tramgleise. Dann tramarisiere ich mal die Strecke, die ich mir so vorstelle.
So würde das aussehen. Jetzt brauchen wir hier unten natürlich den großen Bus- und Trambahnhof. Da kommen die an und sagen, wo ist der Flughafen? Der Flughafen ist doch da gegenüber. Soll das nicht ein großer Trambahnhof mit mehreren Terminals? Ich sehe aber nicht die Möglichkeit, dass hier ein Tram, das sieht aus wie ein Busbahnhof mit mehreren Terminals. Fahren die Schienen dann nicht hier rein? Ach so, ich muss angeben. Dass der auch dafür ausgelegt ist, dass da Trams drauf fahren dürfen. So. Schon einen Haufen Geld ausgegeben für nix. Und jetzt wird es noch besser. Ich kann nämlich nicht sehen, außer ich gehe ganz nah ran, wo die Linie lang fährt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich würde gerne 10 einsetzen in etwa. Vier. Moment, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naja, 11. Durch den einen mehr da an der Seite. Ach, Mirage. Genauso wie der Kampfflieger. Passagiere. Maximalgeschwindigkeit hat der 60 km/h. Haben wir dadurch einen Vorteil gegenüber dem Bus? Wahrscheinlich im Moment ist der Bus sogar besser. Was mich ein bisschen ärgert. Weil wozu habe ich dann die Trams entwickelt? Der Bus kann 90 km/h. Was jetzt verändert, dadurch, dass ich elektrisch angegeben habe? Es kann nicht sein, dass 1996 es nur eine Trambahn gibt. Aber die Ladegeschwindigkeit ist echt hoch mit 7-fach. Ich muss dazu immer sagen, dass in der Stadt eh nur mit, ich glaube, maximal 60 km/h gefahren werden darf. 50.
Wir versuchen es einfach mal. Die Leute werden ja transportiert. So schlimm kann es also nicht sein. Von der Menge Passagiere finde ich es halt schon ernüchternd. So, hier ist ja schon der große Flughafen gebaut worden, oder? Ja. Dann. Jetzt mache ich hier noch so einen großen Heckmeck. Wofür? Für nix am Ende. So, mal eben schauen. Das wäre so meine Linie. Tram 1. Vielleicht finden die das ja total geil. Ich wollte nur mal schauen, was für ein Einzugsfeld das Ding dann hat. Noch hier so ganz am Rand. Und das wär's dann eigentlich. Beziehungsweise sind 11. Moment. Wo ist die Linie, die ich gerade gebastelt habe? Jetzt sag nicht, das funktionierte nicht, weil ich kein Tramdepot habe.
Ja, ist mir jetzt egal. Komm, machen wir es nochmal. Wie viele Trams haben wir unten gefahren? 4. Neue Linie. Oder habe ich jetzt aus Versehen die im alten reingemacht? Ach, ich weiß. Ist auch egal. Geht ja schnell. Ach, ich bin doof. Ich habe ja gar keine neue Linie gemacht. Ich hatte ja nur die Station gesetzt. Der Proof für doof bei Train Fever. Transport Fever. Entschuldigung. Das ist echt beschiss, wenn die von derselben Linie sind, benutzen nämlich keine anderen Beladegleise.